Einfach genial ist heute am Fichtelberg im Erzgebirge. Seit Ende 2018 gibt es hier eine neue Attraktion, die Flyline. Eine Mischung aus Achterbahn und Sessellift und mit 1550 Metern die längste Anlage der Welt. Vom Startpunkt an der Bergstation geht es durch den Wald und über Wiesen runter ins Tal. Henriette Fee Grützner wird gleich selbst über dem Fichtelberg schweben. Gemeinsam mit Mario Graupner, einem der Betreiber, und Stefan Knödler von der Firma, die die Anlage gebaut hat, macht sie sich auf den Weg zur Bergstation. Sag mal, so eine Flyline hier auf dem Fichtelberg zu bauen, wie kommt man auf die Idee? Und zwar hatten wir schon lange die Idee, die Sommerattraktionen für Oberwiesenthal zu verbessern. Wir haben einen sehr gut ausgelasteten Winter, aber der Sommer ist eben ausbaubar. Und ich war vor 3 Jahren in Costa Rica im Urwald, im Urlaub. Und dort habe ich eben gesehen, dass wirklich ganz viele Menschen in den Urwald geströmt sind, um dort mit einer Zipline zu fahren. Also eine Zipline ist ein ähnliches System, aber es war dort Menschenmassen und es war Sommer. Und aus diesem Grunde habe ich gedacht, wo ich nach Oberwiesenthal kam, besprichst es mit deinen Gesellschaftern und überlegst, was geht. Und dann fanden die Sachsen im Allgäu die Firma, die auf solche Anlagen spezialisiert ist. Jetzt habt ihr ja nicht nur eine Flyline gebaut, sondern gleich die längste und größte der Welt. Hast du schon mal so was ähnlich Langes, Großes gebaut oder ist es deine Premiere gewesen? Es ist so eine lange Flyline haben wir noch nicht gebaut. Das ist wirklich die weltlängste im Moment. Und die große Herausforderung war natürlich das künstliche Tragwerk, was wir drumherum gebaut haben. Denn nur ein Teil der Anlage ist im Wald und kann an Bäumen befestigt werden. Große Streckenabschnitte führen über Wiesen. Die tonnenschweren Masten auf dem Berg aufzustellen, war keine leichte Aufgabe. Eine ganz große Schwierigkeit war eben, dieses Teil hier aufzustellen. Mit was stellen wir es auf? Mit einem Hubschrauber. Dort hat eine Firma uns völlig im Stich gelassen, muss ich sagen. Wir haben nach einem Kran gesucht, der in dem Gelände eben fahren kann, in der Steilheit, weil ein normaler Autokran geht nicht. Und dann habe ich eine Zeit lang gesucht und habe dann in Holland einen Raupenkran gefunden, der in dem Gelände fahren kann. Dann haben wir da seitlich ein bisschen eine Fläche geschaffen, wo der Kran sich aufstellen kann und dann haben wir den Masten damit aufgestellt. Insgesamt haben die Spezialisten 8 der riesigen Masten verbaut und daran Rohre befestigt. An denen gleiten die Besucher den Berg hinunter. Mit dicken Stahlseilen und sogenannten Überspannseilen werden sie gehalten. Und bei der Abfahrt geht es längst nicht nur geradeaus. Es sind Kurven und solche Kreisel verbaut. Die sollen für ein bisschen Achterbahnfeeling sorgen. Zurück zum Fichtelberg und zur längsten Flyline der Welt. Ein Teil der Strecke führt durch den Wald. Hier haben die Erbauer ihre Konstruktion mit Stahlseilen an den Bäumen angebracht. Speziell dafür entwickelte Manschetten dienen als Halterungen für die Rohre. Wir haben so Baumschoner, nennen wir das, haben wir da um die Bäume überall rum gemacht. Das sind kleine Kanthölzchen, die mit einem Zurgurt festgemacht sind. Und das gewährleistet einfach den Saftfluss von dem Baum, dass der weiterhin nach oben der Saft durchfließt und dort auch grün bleibt, weil sonst würde er irgendwann absterben. Warum war es euch wichtig zu sagen, wir fällen keine Bäume, sondern wir integrieren die? Also wenn wir mit dem Projekt gekommen wären und haben gesagt, wir machen hier eine Lichtung in den Wald, wäre das Projekt nicht durchführbar gewesen. Also wir mussten ein Projekt finden, was im Einklang mit der Natur steht. Vor dem Saisonstart, vor wenigen Tagen, wurden alle Bäume und Halterungen nochmal überprüft. Henriette, Mario Graupner und Stefan Knödler haben ihr Ziel erreicht. Die Bergstation liegt in mehr als 1200 Metern Höhe. Von hier starte ich jetzt also. Von hier wird gestartet. Gurt liegt schon bereit, sehe ich. Helm kommt noch. Helm kommt. Was brauchen wir noch? Den Wagen natürlich. Das Wichtigste von der Flyline sozusagen. Ja. Den hängen wir jetzt gleich mal aufs Rohr drauf. Dieser Wagen ist speziell für die Flyline entwickelt worden. Er gleitet auf dem Rohr und bringt Henriette gleich ins Tal. Damit es nicht zu schnell geht, ist eine Bremse integriert. Und wie genau funktioniert die Bremse hier? Also die Bremse ist eine Fliehkraftbremse. Die wird über ein Gummirad im Inneren angetrieben, das an dem Rohr reibt. Und über Welle wird das dann an die Bremsbacken übertragen. Und je schneller man wird, desto mehr bremst die Bremse. Und desto langsamer, desto weniger natürlich.
Und das hält hier auch richtig, ja? Also ich kann hier nicht irgendwie aus der Kurve rausfliegen. Das hält. Das hält, das hängt zu. Man hängt so dran und wenn man schwenkt, schwenkt man so, also nicht so. Und so weit verdreht es den Wagen nicht. Und außerdem ist der Wagen in dieser Konstruktion oben so weit zu, dass er am Ende gar nicht übers Rohr fallen kann. Und wenn ich jetzt doch mal, sagen wir mal worst case, ja, im schlimmsten Fall eben doch mal stehen bleibe, habt ihr dann noch eine Sicherheitsvorkehrung? Die Sicherheitsvorkehrung ist hier in einen Streckenabschnittsüberwachung gegliedert, die am Ende mit einer Zählung der Personen losgeht. Und wenn zu viele Personen auf der Strecke sind, geht am Ende irgendwo ein Bolzen runter und unterbricht die Strecke, sodass nicht mehr Leute auf einem Streckenabschnitt sein dürfen oder sind, wie sein dürfen. Was Henriette noch nicht weiß, die Sicherheitseinrichtung wird sie gleich selbst testen. Vor der Fahrt muss sie aber in einen Sitzgurt. Der fühlt sich also erstmal ein bisschen an wie so eine Riesenwindel. Auch der Gurt wurde extra für solche Anlagen entwickelt und soll Komfort und Sicherheit bieten. An Schulter und Hüfte wird Henriette darin befestigt. Auch ein Helm darf natürlich nicht fehlen. Damit auch wir die Fahrt miterleben können, haben wir den mit zwei Kameras ausgerüstet. Zurück auf dem Fichtelberg. Henriette wird gleich ihre Abfahrt mit der längsten Flyline der Welt starten. Wir werden unterwegs auf der Strecke für eine Überraschung sorgen. Um die Sicherheitsbremse gegen Auffahrunfälle auszulösen, schicken wir einen Mitarbeiter vor. Er wird im letzten Drittel der Strecke absichtlich auf der Bahn stehen bleiben und Henriette so zu einem Notfall zwingen. Noch ist sie ahnungslos. Und jetzt einfach hinsetzen. Setzen, fallen lassen, oh, Füße nach vorn. Und dann merkt man, dass man hier sitzt. Ja. Hier wird sich festgehalten. Okay. Dann gucken wir mal noch, dass die Haare verschwinden, dass es zu ist. Dann ist Henriette startbereit. Und los! Oh Gott! Das Tempo ist mit 12 km/h gemütlich. Deshalb ist die Flyline für nahezu jedes Alter geeignet. Weniger als 20 und mehr als 120 Kilogramm darf man allerdings nicht wiegen, um hier herunterzufahren. Noch genießt Henriette die Fahrt. Doch im Wald wartet schon der Mitarbeiter, durch den sie gleich unfreiwillig gestoppt wird. Am Fichtelberg ist Henriette mit der Flyline unterwegs. Im Wald wartet ein Mitarbeiter der Anlage, der einen drohenden Zusammenstoß simuliert. Er ist absichtlich stehen geblieben. Sensoren erkennen das. Damit es nicht zum Unfall kommt, löst sich dieser Bolzen und wird die ahnungslose Henriette gleich abbremsen. Warum hat es jetzt hier geknallt? Was ist das? Das ist der Stopper. Die Sicherheitseinrichtung. Der Mitarbeiter beruhigt sie ein wenig, denn immerhin hängt sie in 5 Metern Höhe und kann sich nicht selbst befreien. Und jetzt geht's nicht mehr weiter? Nee. Jetzt verhungere ich hier, oder was? Nee, der Kollege kommt gleich, dann zieht mich zurück, dann fahren wir die Anlage zurück und dann fahren wir runter. Okay. Techniker Ronny befreit Henriette aus der misslichen Lage. Was machst du jetzt? Ich will dich bloß ein Stückchen aus der Dings rausziehen. Hm? Ja. Damit wir den Bolzen wieder hochfahren können. Mhm, mh. Weil unter Last ist das immer ein bisschen ungünstig. Ja. Hast du? Ja. Ja. Gut. Und was mache ich? Warten, jetzt fahren wir gleich den Bolzen. So gut, dann viel Spaß. Dankeschön für die Rettung. Ja, ja, bitte. Tschüss. Tschüss. So ein Notstopp passiert natürlich äußerst selten und dient nur der Sicherheit, damit die Passagiere eine unbeschwerte Abfahrt genießen können. Nach einer halben Stunde kommt Henriette unten an. Ihr Schweinenasen, das habt ihr mit Absicht gemacht. Ich hab mich so erschrocken. Unten bleiben. Ich bleib unten. Und hat Spaß gemacht. Es hat Spaß. Haben alle Sicherheitsvorrichtungen angesprochen. Ja, aber der Ronny, der hat mich zum Glück gerettet.
Ja, das war der Test von der Sicherheitsanlage. Ist im Normalfall nicht der Fall, dass die ausfährt, aber jetzt hast du es mal live gesehen. Aber echt. Ansonsten war es aber wirklich richtig schön. Wisst ihr, was mir am besten gefallen hat? Und zwar die Stelle, wenn das so ganz leicht runtergeht, dann ist es so ein bisschen, als würde man wirklich einen freien Fall haben, nur so ganz kurz, aber das war sehr schön. Ja, der Gedanke von der Anlage ist ja einfach für Jung und Alt was zu machen und so der Sprung, nennen wir das zwischendrin, ist einfach immer so ein bisschen Auflockerung, dass jeder was davon hat. Ich fahre auf jeden Fall noch eine Runde und wir sehen uns dann aber schon nächsten Dienstag wieder bei Einfach Genial. Jetzt aber erstmal die Umschau.